Dann begrüße ich euch recht herzlich zur Pressekonferenz nach dem Spiel 60 München gegen Osnabrück. Endstand vor 15.000 Zuschauern war 3:0. Die beiden Trainer, Tobias Schweinsteiger und Maurizio Jacobacci, darf ich neben mir begrüßen. Und unser Gast bekommt natürlich die ersten Worte. Ja, Glückwunsch an 60. Ich glaube, uns hat das erwartete Spiel hier erwartet in dem Fall. Wir haben uns schwer getan, einen tiefstehenden, kompakten Gegner zu bespielen. Trotzdem, glaube ich, war das Spiel erste Halbzeit auf Augenhöhe. Wir hatten zwei, drei Torchancen, ich glaube zwei nach Standards, eine aus dem Spiel raus. 60 hatte zwei gefährliche Szenen und dann kriegen wir kurz vor der Halbzeit aus einem richtig ekligen Ball von Steinert, der so vor Bärmann aufspringt und dann von Lex irgendwie weitergeleitet wird über Wörl Bojamba. Das 0-1, das hat natürlich 60 extrem in die Karten gespielt, weil sie ihre Haltung zum Spiel, glaube ich, nicht ändern mussten in der Halbzeit, sind weiterhin tief gestanden. Wir haben uns schwer getan, Räume zu finden, hatten dann ein, zwei so Halbschancen und dann den Freischuss an den Pfosten und dann wollten wir eigentlich offensiver wechseln und dann wir einen vollgesperrten Ballverlust von Chance und Bojamba, ein super Lauf, ein super Tor, 0-2, da war das Spiel durch. Dann haben wir noch die rote Karte von Noel, glaube ich, wo er ein bisschen Frust über sich selber hatte, ein bisschen blöd reingeht. Trotzdem glaube ich, dass das eigentlich keine rote Karte ist. Das hat dann mit der Rudelbildung schwierig für den Schiri. Bestrafen uns selber und kassieren dann halt später noch das 0-3 nach einer Standardsituation, wo wir uns auch nicht gut verhalten. Ich glaube, das Ergebnis ist ein bisschen zu hoch. Trotzdem, im Endeffekt lag es an uns, dass wir nichts mitnehmen und sind dementsprechend enttäuscht und wir werden nächste Woche in Elversberg versuchen, wieder Punkte zu sammeln. Danke. Dankeschön. Maurizio, dann dürfte ich dich um deine Einschätzung bitten. Erstmal dem Tobi natürlich Kompliment machen, für was er da geleistet hat mit Osnabrück. Ich glaube, der hat eine Riesenserie hingelegt. Und kann noch um den Aufstieg trotzdem auch mit dieser Niederlage noch spielen. Alles ist ja sicher noch offen nach oben. Aber wir wussten, dass wenn wir eine Chance haben wollten gegen Osnabrück, nicht so spielen konnten wie gegen Ingolstadt, hoch angreifen, um ihnen dann die Räume in der Tiefe zu lassen. Das war mein Matchplan natürlich und habe es ihn auch so aufgebaut, Tiefe zu stehen, einen kompakten Block im Mittelfeld zu haben, zu bilden, damit eben diesen tiefen Läufe der Stürmer von Osnabrück nicht da sind. Haben das eigentlich durch das Spiel sehr gut hingebracht und eben sie hatten eigentlich nur eine Chance oder zwei Chancen über die Standards. Wir hatten doch die ein oder andere Chance mehr in der ersten Halbzeit, nicht nur zwei. Wir hatten doch am Anfang den Abschluss aus etwa 30 Metern durch Bojamba, wo dann der abgewehrte Ball vom Torhüter, der knapp dann nicht übernommen wird, von Cello. Wir hatten doch dann eine Chance mit Wörl. In der 17. Minute haben den Abschluss von Lex, der abgewehrt wird, plus die Chance noch, bevor er das Tor macht, eine Minute vorher von Bojamba. Und dann natürlich das schöne Tor, da braucht es Qualität, um so ein Tor zu machen. Und klar ist, 1-0 in die Pause zu gehen, war für ihn natürlich optimal, denn wir konnten eben diesen Matchplan weiterhin so gestalten wie in der ersten Halbzeit. Einen kompakten Mittelfeldblock zu bilden und wie gesagt, haben eigentlich dann auch wenig dem Gegner zugelassen. Klar, wir hatten dann Glück auf den Freistoß, der den Pfosten küsst und ich glaube aber, dass gegen Schluss hätten wir das ein oder andere Tor mehr schießen können, denn diese Kontermöglichkeiten, die wir haben, man sieht dann, wie wichtig auch Holzhauser sein kann mit seinen letzten Pässen. Wenn wir da ein wenig mehr aufpassen, nicht ins Abseits zu gehen oder eben Albi, der dann ab und zu auch zu lange gewartet hat, um den Abschluss zu suchen. Aber ich glaube schlussendlich, das 3-0 geht in Ordnung, auch in der Höhe, glaube ich, denn
wir haben uns doch sehr viele gute Chancen erspielt, vor allem dann in der zweiten Halbzeit. Ich bin mega, mega stolz auf das, was die Mannschaft geleistet hat gegen einen starken Gegner, das muss man ganz klar sagen, robusten Gegner. Und ich bin einfach froh, dass dieser Matchplan sehr, sehr gut aufgegangen ist. Und noch einmal sehr stolz auf die Leistung des Teams. Danke, Mauri. Dann ist Zeit für eure Fragen. Vorne hat man ein Mikrofon vorbereitet, kurzes Handzeichen, dann ginge es los. In der zweiten Reihe. Eine Frage an Tobias Schweinsteiger. Sie haben es eben schon gesagt, Sie haben nicht die Räume gefunden, die Sie sich vorgestellt haben. 60 hat tief gestanden. Es ist jetzt das zweite Mal hintereinander ohne eigenen Treffer, das erste Mal in Ihrer Amtszeit. Können Sie noch mal genauer erklären, woran es gelegen hat? Ich glaube, heute lag es daran, dass wir uns in der offensiven Reihe halt nicht durchsetzen konnten. Hatten keine guten Aktionen zwischen den Linien. Im Rücken von 60 gab es keinen Platz. Wie der Kollege gerade gesagt hat, standen sie sehr tief, haben uns keinen Raum im Rücken angeboten. Ja, wir haben uns halt auch zu wenig durchgesetzt. Dann die falschen Entscheidungen, wenn wir mal den Raum gefunden haben, haben wir heute keine guten Entscheidungen getroffen. Und ja, das ist schade, dass wir jetzt zweimal ohne Tor bleiben, weil so kannst du kein Spiel gewinnen. Und in Dresden oder Time gegen Dresden hat man noch viele Torchancen am Schluss raus heute. Wie gesagt, man hat deutlich zu wenig Torchancen und am Schluss haben wir natürlich All-In gespielt, hinten in der Dreierkette, die ganze Breite verteidigt gegen die Pfeile vorne. Das war klar, dass wir da irgendwann viele Konterchancen zulassen. Ich habe gehofft, dass wir irgendwie noch einen reinstochern, dass es ein bisschen eng wird, aber im Endeffekt haben wir, glaube ich, nach der roten Karte, ich weiß gar nicht wann die war, 10, 15 Minuten wirklich Hail Mary gespielt und dass wir dann dem Gegner Räume geben. Ist, glaube ich, klar mit der Qualität, die 60 hat. Und wir müssen schauen, dass wir wieder besser im Spiel nach vorne sind. Wir waren im Gegenpressing wirklich am Anfang des Spiels richtig gut, haben dann auch nachgelassen und da müssen wir schauen, dass wir da wieder besser werden. Aber es hängt natürlich auch von der individuellen Performance der Spieler ab. Mal weiter bei Oliver Griss. Herr Jakubacci, wenn man jetzt Ihren Trend anschaut und Sie die Tabelle anschauen, wünscht man sich da gern mehr Spiele noch oder wünschen Sie sich, dass Sie vielleicht früher hätte hier angefangen bei 60, also ein paar Wochen vorher, wenn man jetzt so ein bisschen rechnet als Trainer? Also ich muss ehrlich sagen, ich rechne es ist nicht mit diesen Situationen. Die muss man so akzeptieren, wie sie ist. Ich bin nur froh, dass wir zu Null gespielt haben. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir zu Null spielen. Solange ich da bin jetzt im Moment. Und das ist auch ein wichtiges Resultat, zu Null zu spielen. Das ist eigentlich, wo wir viel arbeiten dran, dass wir dem Gegner eben wenig Chancen geben oder gar keine Chance geben, ein Tor zu schießen. Und so weit sind wir noch nicht. Aber heute ist es schön, zu Null gespielt zu haben, weil das ist auch sehr, sehr wichtig, um Resultate zu erzielen. Und ich freue mich einfach auf die Spiele, die noch da sind, weil wir haben noch sehr gute Spiele, interessante Spiele. Und ich wünsche mir natürlich, dass wir weiterhin Fortschritte erzielen und wir uns von der besten Seite auch präsentieren können. Dann haben wir eine Frage in der dritten Reihe gehabt, glaube ich. Herr Schweinsteiger, ich würde ganz gerne nochmal auf die rote Karte ansprechen, weil, geht das? So, oder soll ich so gut. Ohne Mikro ein bisschen lauter reden? Alles gut. Ich würd ganz gerne nochmal auf die rote Karte ansprechen. Sie haben sie jetzt dreimal erwähnt, das war jetzt wahrscheinlich nicht mehr ausschlaggebend, aber trotzdem vielleicht auch ein bisschen bezeichnend. Wie haben Sie von oben nicht so gesehen, als hätte man unbedingt dafür rot geben müssen? Ja, ich hätte es auch nicht so gesehen, aber es ist natürlich, auch für den Schiedsrichter schwer, wenn ein Spieler sich ein paar Mal um die eigene Achse dreht, wenn 6, 7 Spieler vom Gegner drauf loslaufen, wenn dann unsere Spieler drauflaufen, da war mir dann klar, spätestens es gibt Rot. Ich habe es ja einmal in der Zeitlupe gesehen, er kommt mit Frust, rutscht hin, erwischt ihn, glaube ich, mit dem Schienbein oder mit dem Knie. Also keine offene Sohle, keine, vielleicht eine Dynamik, ja, die Schiris haben da ein paar Bewertungen. Deswegen, man kann sie geben. Ich glaube, also ich persönlich jetzt
vielleicht auch verstanden, wenn er gelb gibt. Aber ja, ist blöd, war Frust von Noel. Glaube ich, war heute mit seiner Leistung nicht zufrieden, wollte hier natürlich in seiner Heimatstadt gegen seinen Ex-Club eine ordentliche Leistung zeigen, hat er nicht hingekriegt. Und ja, im Endeffekt schadet er sich ja damit am meisten und wird auch daraus lernen. Das ist normal. Ich habe auch schon ein paar rote Karten bekommen. Da lernt man dann in der Pause daraus. Gibt es weitere Fragen? Ja, Christoph Leischwitz. Ja, Herr Jakobacci, ist ja bei vielen Spielern ist ja die Vertragssituation auch immer noch ein bisschen ungewiss. Ist das was als Trainer, wo Sie ansetzen können und sagen, macht jetzt, es geht von der Tabelle her nicht mehr um so viel, macht doch mal auf dem Weg nochmal auf euch aufmerksam oder wie können Sie die Spieler sonst noch packen im Moment? Ja, ich habe den Spielern ganz klar mal zum Ausdruck gebracht, dass es mir eigentlich nicht um Verträge jetzt im Moment geht, weil ich bin Ende Vertrag. Von daher versuche ich, die bestmögliche Leistung abzurufen als Trainer tagtäglich, mit Freude bei der Sache zu sein, ihnen sehr viel auf den Weg zu geben, die Spieler lernfähig auch sind und es aufnehmen. Und sie machen das. Ich sehe, dass die Resultate auf dem Platz, nicht jetzt das Resultat in sich, aber die Resultate, wie sie arbeiten und was sie umsetzen und wie sie es jetzt umsetzen, doch etwas anderes ist als am Anfang. Mit was für eine Mentalität sie auf den Platz gehen und eben auch diese Freude entwickeln, auch Defensivarbeit zu verrichten. Weil das ist Grundvoraussetzung, um dann auch Resultate zu erzielen. Weil wenn man dann den Ball hat, alle können kicken, aber entscheidend ist, wenn man den Ball hat, unter Druck Pässe zu geben, die dann auch an den Mann kommen. Und das geht nur, wenn man mutig ist, wenn man selbstbewusst auftritt und Vertrauen hat in sich und auch in die Mitspieler. Und ich sehe einfach diese Fortschritte und ich bin überzeugt, dass die Mannschaft sicher von jetzt bis Ende Saison auch diese Leistungen weiterhin bringen wird. Und wie gesagt, sie sollen sich freuen für jedes Spiel, das noch offen steht und für die Gegner, die sie noch spielen können, weil gegen Wehen, gegen Saarbrücken, gegen Rot-Weiß-Essen, das sind geile Spiele. Und von daher sollen sie es einfach genießen und die bestmögliche Leistung abrufen. Und wenn sie auf dem Platz sind, dann verlangt man halt, dass sie alles geben. Und das ist nicht eben, wie gesagt, 99%, sondern 100%. Ja, noch eine Frage an Tobi Schweinsteiger. Kommt bei dir eigentlich irgendwie Nostalgie hoch, wenn du hier wieder ins Stadion kommst? Oder ist es nach so einem 0-3, ist da kein Platz für solche Gefühle? Also ich herkam, war schon schön. Ja, ich bin gern hier, habe gern hier gespielt, war gern Zuschauer hier. Deswegen, ja, ich mag das Grünwalder Stadion. Ich bin auch immer gerne in München. Und trotzdem, nach so einer 0-3-Niederlage ist das eigentlich das Letzte, was mich gerade so interessiert. Aber trotzdem ist es hier immer schön. Herr Schweinsteiger, vor dem Spiel war ein großes Thema, dass Sie halt Ihre Startelf umbauen mussten. Patterson, Chato, Manuel Haas und Makaida haben jetzt angefangen für die Gesperrten. Wie waren Sie mit deren Leistung zufrieden? Ja, okay. Hasi, glaube ich, hat jetzt lange nicht gespielt. Er hatte, glaube ich, ein bisschen Probleme über seine Seite erste Halbzeit, was aber nicht unbedingt an ihm lag. Hat dann den Freischuss am Pfosten, hatte mit der gelben Karte ein bisschen, war dann mir zweite Halbzeit dann zu gefährlich, ihn durchgängig drauf zu lassen. Heidi hat es probiert, ist gut angelaufen, ein paar Bälle gesichert, gewühlt. Und Pat hat eigentlich gut gespielt, verhält sich beim zweiten Tor nicht gut. Also nach dem Ballverlust von Chance rausspringt aus der Sechserposition und eigentlich dem Gegner den Raum öffnet, um Dynamik aufzunehmen. Aber das sind alles Themen, an denen können wir wieder arbeiten. Die Jungs haben Spielzeit bekommen, das heißt, wir können wieder mit ihnen Themen aufarbeiten. Und deswegen, nee, das passt schon. Jetzt schaue ich nochmal in die Runde. Eine Frage haben wir noch in der dritten. Ich würde
würde gerne noch eine Frage an Herrn Schweinsteiger stellen. Und zwar nach dem Spiel haben 1500 Osnabrücker, die heute mitgefahren sind, die Mannschaft am Zaun nochmal, denen nochmal applaudiert und nochmal auch gesungen. Das war aufbauend gemeint und ist, glaube ich, auch eine Wertschätzung für die letzten Wochen und Monate. Kann man das jetzt auch schon so als ja, wahrnehmen und als aufbauend auch annehmen? Ist das was, was helfen kann in so einer Situation? Ja, wir nehmen das ja schon seit längerem wahr, dass wirklich ein gutes Miteinander zwischen den Fans und uns entstanden ist, dass Leistungen honoriert werden. Ja, das macht uns auch irgendwo stolz, ist aber auch immer für uns ja, auch eine Aufgabe, das weiterhin zu bestätigen, weiterhin ja, alles versuchen rauszuhauen, was in unserem Möglichen steht. Es hat uns aufgebaut, nur dafür sind wir alle zu sehr Sportler, dass ja, wir nehmen das mit, wir wissen das zu schätzen und trotzdem sind wir niedergeschlagen. Aber ich glaube, wir können weiterhin auf die Unterstützung zählen und das werden wir auch brauchen, um gegen Elversberg wieder zu punkten. Dann sehe ich keine Fragen mehr, dann sage ich vielen Dank, wünsche euch einen guten Nachhauseweg, viel Erfolg die nächsten Spiele, uns alle schönes Osterfest und dann bis zum nächsten Mal. Danke.